Ja, dann freue ich mich. Weil es sind alles die gleichen Steine, aber ich will einfach nur mal gucken, ob es klappt. Das ist schon ein Spielplatz für Kinder. Ja. Kann man in dem Spiel zwar leider nicht benutzen, aber ja. Hier ist ein kleines Karussell. Ein kleines Wippen. Eine Schaukel. Achso, die Leute bewegen sich ja gar nicht mehr. So eine Wippe. Rutsche. Huch. Ja, Rutsche. Klettergerüst. Noch eine andere Schaukel. Schaukel. Rutsche. Ich will schaukeln. Es wäre halt mega cool, wenn das wirklich gehen würde. Oder so eine Mischung aus Planet Zoo und Planet Coaster wäre halt auch mega. Wäre halt auch mega cool. Hier muss ich auch noch verschönern. Achso. Ist geöffnet, Leute. Ihr dürft mitfahren. Juhu, da fahren Leute mit. Will man mitfahren? Also viel sehen wir zwar noch nicht, aber so zwei Gehege sehen wir ja schon. Wollen wir mitfahren? Mit der Gondel würde ich nämlich auch nochmal mitfahren wollen. Ich glaube, wir fahren mit. Sind da noch Leute? Man darf sich dann nicht drehen, ne? Geht das Drehen plötzlich? Ah, jetzt. So geht das Drehen. Wow. Okay. Hi, Chris. Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Hoffe, es geht dir gut. Irgendwie eine komische Ansicht. Bleiben wir bei der hier. Frage ist so, wann geht's los? Ach so, da kommen noch welche. Ach, okay. Wenigstens wollen jetzt noch mal Leute mitfahren. Nein. Die kommen in den anderen Wagen. Haha. Okay, ich muss es langsam mal stellen. Hallöchen. Warte mal. Okay, da ist doch das hier besser. Ah, da unten schwimmen sie. Vor bei mir einfach nicht. So schlimm, Albert. Also ein bisschen was hattest du ja geschrieben. Ich konnte es mir nur leider noch nicht durchlesen. Ich will die einfach spät schon. Oh Mann. Ja gut, und hier ist dann natürlich erstmal nichts. Ah, da hinten sieht man meine Baut, die ich noch verarbeiten muss. Das ist halt irgendwie schon cool, auch wenn hier jetzt nichts ist, aber geht hier das so aus? Also wenn alles verfahren ist, da. Okay, da ist schon das Licht losgefahren. Das sieht mega cool aus, wenn da mehrere losfahren. Da sieht man es dann noch, das ist cool. Das ist echt cool. Auch wenn es hier echt nichts mehr ist, aber. Jo, doch. Den Park mal von weiter weg.
scheiße. Dann hoffe ich, dass es bald besser wird. Halt. Ich hoffe, ich kann nicht so ein bisschen ablenken. Ja. Ich weiß noch nicht, irgendwie haben das. Möchte ich da den Königsfelsen hinpacken? Aber ich möchte da die Löwen eigentlich gar nicht haben. Ich möchte die Löwen eigentlich woanders haben. Oder was meint ihr? Fand ich auch geil. So. Hätte ich wirklich einen guten Kleider. Den fühle ich ganz wohl geknuddelt von unserem Pfoten. Oh, da sieht man den. Und von dem wunderschönen Sonnenaufgang. Den gut mit Löwen. Echt? Mal gucken. Wäre halt echt mega cool, wenn man da so. Ne? Aber quasi durch König der Löwen durchfährt. Und gleich noch die Gondelfahrt. Ich will noch mit der Gondel fahren. Das Problem ist, es dauert jetzt halt so mega lange, bis wir wieder losfahren, glaube ich. Obwohl ich eigentlich gerne durch den Tunnel noch fahren würde. Ich würde halt mega gerne durch den Tunnel fahren. Ihh, hier ist ja noch alles. Ihh, das muss ich noch bearbeiten. Wasserrutsche. Wasserrutsche geht, glaube ich, gar nicht. Ja. Doch, Boot. Boottour. Boottour geht. Ich weiß nicht, ob man das mit der Wasserrutsche... Oder meinst du für die Kinder so eine Wasserrutsche? Aber der weiß ja auch nicht, wie man es baut. Aber eigentlich keine Zeit für Pause. Man hört sich später. Okay, bis später, Hybrid. Dennoch viel Erfolg und hoffe, es wird doch besser heute Abend. Kann eigentlich immer nur besser werden. Wobei ich auch bald Feierabend mache, weil ich habe Hunger. Wartet eine Frikadelle auf mich und frische Radieschen aus dem Garten. Würde ich gerne noch schnabulieren. Aber ich würde sagen, wir haben trotzdem auch ein bisschen was geschafft. Also, machen wir ein bisschen. Und geschafft. Ja, das sieht geil aus, wenn man da reinguckt. Ich muss diesen Tempel unbedingt noch machen. Ich glaube, ich muss mir das mal aufschreiben. Ob ich das die Tage mal mache. Vielleicht am Samstag. Ja. Ich habe früher es so geliebt, durch Tunnel zu fahren. Ja, heute auch teuer. Kind war das irgendwie immer was Einzigartiges. Gut, Felsen. Muss ich bestimmt noch unbedingt hin, oder? Yep, den muss ich noch was machen. Den Felsen. Okay, das sieht aber mega cool aus, wenn man da jetzt so rauskommt. Da ist weniger was. Jetzt wird da so ein bisschen das Dorf. Sieht auch mega schön aus. Ja, du. Ich bin zufrieden. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir uns schon die Viecher für da hinten leisten können. Spießbock war's. Thompson Gazelle kann ich auch einmal gucken. Meinst du, Mappa? Ich bin immer so. Was ist der Springbock? Oh. Okay, warte, jetzt muss ich mal nachgucken. Danke.
steckt viel Zeit, Arbeit, Mühe drin. Und Liebe. Da war's. Was hab ich da jetzt? Okay, den Spießbock muss ich rausnehmen. Spießbock raus, Springbock rein. Der Spießbock ist böse. Danke. So. Okay. Bock. Komm, so ein Gazelle. Okay. Dann packe ich einmal. Geh gegangen. So. Und dann setzen wir sie doch einfach mal rein. Ne, den Gabelbock wollen wir da nicht reinsetzen. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob die Menschen halt hier rüberkommen, ne? Die Arbeiter. Also eigentlich müssten sie es. Aber man weiß ja nicht. Ich werde einfach extra mal den Futtertrog da hinten hinpacken. Was? Mal gucken, ob das jemand macht. Das war schon eine Ewigkeit, bis die Tiere da sind. Ich sollte auch unbedingt meine neue Arbeiter einstellen. Sicherheitsbeamter kann auch mal wieder einer rein. So, Pfleger sowieso. Und Tierarzt auch. Okay, wo auch immer der hochgesprungen ist, man weiß es nicht. Da kommen sie angelaufen. So, weil eigentlich in der Regel... Seite hochkommen. Okay, ich lasse es erstmal so, man kommt ja rüber. Jetzt ist die Frage. Kommt darüber oder nicht? Also, dass die Viecher schwimmen können, ist nichts Neues.
Okay, er geht. Wir wollen nur mal wissen, ob der jetzt das fertig macht. Nö. Okay. Dann muss ich ja eine Landbrücke hinbauen. Und das erstmal darüber. Das wird noch ein kleines Problem. Oh, die hat gekackt. Ja, ich weiß, ich bin seltsam. So. Warte mal. Da ist eine Gondel. Die ist kurz davor, loszutigern. Nein, das ist die falsche. Warte mal. Ja, das ist die. Hi. Gut, bleiben wir in der Mitte sitzen. Ja. So, fahrt hin. Ja! Ich wollte gerade meckern. Gerade wollte ich meckern. Auf der Strecke müsste sich jetzt eigentlich auch einiges geändert haben. Na, vorhin sei etwas benebelt aus. Die hier oder. Achso, das ist okay. Die hier. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Okay, ich glaube, die Geschwindigkeit könnte passen. Ich habe es ja seit dem letzten Mal ein bisschen langsamer gemacht. Ich habe jetzt zwar noch nicht ein einziges Tier gesehen, aber. Doch da, das ist ein roter Panda. Da war auch eins. Das war eins dieser Krokodilviecher. Da müsste der Windturm drin sein, den ich mal nicht gesehen habe, schlafend und einer klettert. Hinten sind die Gorillas. Hier müssten die Kapuzineräffchen drin sein. Und komischerweise auch verdammt viel Müll. Die Ruinen. Der wunderschöne Tempel. Da müsste der Orang-Utan drin sein. Komm, das ist nur der eine Teil jetzt. Ja, wir haben jetzt wenigstens noch einen anderen Teil der Strecke, der, glaube ich, ganz gut aussehen könnte. Der sieht auch mega gut aus. Alter, wie lang ist da die Schlange, bitte? Alter. Die wollen doch nicht alle hier mitfahren. Also so besonders ist das jetzt auch nur noch nicht. Diese Strecke hier. So. Juhu. Und wir springen rein. Teilchen. Ich kann in meinen Kopf reingucken. Okay. Ah, oh, der nächste Tunnel. Ich liebe Tunnel. Mega cool mit dem Boy. Oh, da ist ein Rasen. Oh, ich sehe einen Spielplatz. Als Kind hätte ich dann gesagt, da will ich hin. Nehmen wir einen Wasserfall. Spanten. Da sieht man die Strecke.
mega cool. Sonne steht zwar gerade ein bisschen blöd, aber... Da ist ein Strauß. Ich habe einen Strauß gesehen. Ach, die afrikanischen Wildhunde sind hier drin. Habe ich die denn reingesetzt? Vom letzten Mal dann gewesen sein. Okay, und hier ist jetzt leider noch nicht. Das ist jetzt nicht mehr ganz interessant. Weil hier kommt dann ja der Herbst quasi hin. Also hier die Ecke ist Herbst. Das hier ist dann wahrscheinlich noch alles. Und hier geht es noch weiter in den Sommer rein. Das hier wird dann schon alles Herbst. Hier hinten. Vielleicht nicht mehr. Hier hinten. Und das hier wird alles Winter. Bis zu einer Kante haben wir schon. Die Kante lassen wir wahrscheinlich auch aus. Ach, wir haben noch so viel vor. Dann sitzen wir locker noch bis Ende des Jahres. Das ersetzen. Sieht hier aus. Das ist eine Attraktivität. Nicht gedacht. Okay, Bildung. Wir müssen unbedingt was für Bildung tun. Muss man ja noch einen Wintermantel mitbringen. Ja. Ja. Ja, im Winterbereich kommen dann zum Beispiel... das Ding leuchtet ja sogar. Das ist cool. Im Winterbereich kommen dann auf jeden Fall... Es gibt ja jetzt einige Top-Tiere. Ich finde. Nicht das war. Gut, der Timberwolf. Ich weiß ja nicht, ob der Wolf... Das wird so ein Herbst-Winter-Ding, so ein Zwischending. Die eine Seite vielleicht schon leicht Winter und die andere noch Herbst. Der Warnische Schwarzbär wird wahrscheinlich auch dann so langsam in die Richtung. Ich habe dann noch die asiatischen Tiere noch, die auch so ein bisschen im Schneegebiet sind. Der kommt wahrscheinlich noch im Herbst rein. Die Sibirische Tiger wird auch so ein Mittelding. Der andere Tiger kommt vielleicht hier noch in den Tropenbereich rein. Der Schneeleopard kommt auf jeden Fall hin. Das Rentier. Das Rentier kommt auf jeden Fall. Ich muss mir noch einen Platz für ein Auto überlegen. Der Polarwolf kommt auf jeden Fall rein. Deswegen denke ich, dass der Timberwolf wahrscheinlich eher in den Herbst kommt. Ja, das ist der Tiger, der dann wahrscheinlich in den Dschungel kommt. Königspinguin? Auch, ja. Königspinguin kommt auch. Und der Eisbär und was sie noch alles. Gibt ja so viele. Ich muss leider los. Wir sehen uns spätestens morgen. Viel Spaß noch. Ja, danke, dass du so lange dabei warst. Und dir noch einen wunderschönen Abend. Ihr sagt, wir machen ja auch bei Feierabend. Ich habe nämlich tierischen Hunger. Hättest du gerne, wenn der Ring jetzt hier noch aufhört. Aber vielen lieben Dank, dass du da reingeschaut hast. Jetzt wird wieder Tag. Ich bin gerade so leicht überfordert. Tut mir leid. Wir könnten hier die Dinger noch einmal machen. Dann habe ich die nämlich auch schon weg. Das ist das, was ich nämlich immer vernachlässige, die Häuser hier zu machen. Ich weiß, man könnte sie auch schon fertig kaufen, aber das ist irgendwie dasselbe. So. Jetzt ist die Frage, oder Fragen. Was für ein Dach? Jo. Gab es dafür auch hier solche Dinge?
das sieht kacke aus. Das sieht echt kacke aus. So Zäune rein. Was ist denn damit? Jetzt Abgrenzung. Ja, sieht doch gut aus. Und Beleuchtung brauchen wir hier hinten noch. Haben wir ja hier noch nicht. Das ist halt nur nicht. Na doch, wir packen die hier einfach mit rein. Wir hätten dann hier noch sowas. Soll ich einfach mal hin? Die Zwischenränder können dann andere pflanzen. Natur. Aber nicht ganz. Okay, das muss ich mir nochmal überlegen, was da reinkommt. Irgendwie wird da nichts reinpassen. Sieht irgendwie alles doof aus. Und das ist jetzt einfach zum Ausfüllen. Dann kann ich in die Zwischenwände. Warte mal. Nee, das ist falsch. Mein Zubehör. Filzmalerei. Wow.
Also ich finde, das hat was. Ich muss mir nur was für hier überlegen, wobei... Okay. Ich freue mich nicht mehr. Das passt schon. Jetzt nur eine Mörderarbeit. Wenn ich das auf jedem machen soll. Dann hatten wir hier sonst noch an Malereien. Perfekt. Wie gesagt, jetzt oben dann wirklich nur noch die Dinger rüber. So. Perfekt abgedeckt. Dann weiß ich ja, was wir beim nächsten Mal auf jeden Fall machen. Und ich würde jetzt einmal speichern. Dann würde ich so langsam Wärme machen. Ich habe nämlich Hunger.